Hallo. Hallo. Na, komm rein. In einem Atelier treffen nacheinander je zwei Kinder ein. Sieht gut aus. Ja. Sag mal, wenn ich euch hier so sehe, ne? Dann habe ich den Eindruck, ihr seid richtig gute Freunde. Ja. Ja? Ein Mann interviewt die Kinder. Best friends. Also, ich mag an Erik, dass er immer er selbst ist. Er ist so er. Ich mag Suri, weil sie ein bisschen verrückt manchmal ist. Manchmal auch zickig. Lustig. Jeweils eins der Kinder hat eine Behinderung. Weil man mit ihr auch gut spielen kann. Was spielt ihr zusammen? Wir spielen Uno und Mamaut. Verstecken ganz gerne. Mit den Pferden spielen wir auch ganz schön. Macht ihr viel Quatsch zusammen auch? Ja. 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 Das finden wir immer witzig. Sie spielt manchmal ein bisschen verrückt, aber manchmal übertreibt sie es auch. Die pumpen so bum, bum, bum. Voll lustig. Geht ihr denn auch zusammen auf den Spielplatz? Der 13-jährige Paul sitzt im Rollstuhl. Spielplatz gehört jetzt eigentlich auch nicht so zu unseren Hauptorten. Da steht Paul ja nur rum und es macht ja keinen Sinn. Da gab's eine Rutsche, wo ich nicht leicht raufkam. Und da musste mir jemand helfen. Die 5-jährige Anna hat keine Hände. Und man kann auch nicht in den Sand fahren, weil das alles stoppt. Und dann denke ich mir auch manchmal so, toll. Suri sitzt im Rollstuhl. Sie ist 9 und hat langes, rotblondes Haar. Also wenn angenommen, ihr könntet euch ein Spielgerät ausdenken, was ihr gemeinsam benutzen könnt. Wie wäre das? Ihre Freundin Juna lacht sie gespannt an. Kleines Haus, Häuschen, da steht Hexenschule drauf, da kann man da so reingehen. Das könnte so ein Karussell sein, wo so Pferde sind und Lachs. Kann aber keine Pferde malen. Du musst sie auch gar nicht malen. Sowas wie eine Rollischaukel, das ist so eine halbrunde Platte. Und da drauf wäre irgendwie so ein Gestell, wo man den Rolli festmachen kann, dass das hin und her geht und immer schneller. Richtig schnell so? Mein Gott, da muss ich ja kotzen. Beschreib mir das mal ein bisschen genauer. So irgendwie so Fußbälle als Sitze. Die Fenster so angeordnet, dass es aussieht wie so ein Hexengesicht. Dann ist da noch so ein Frosch im Zimmer. Die Einhörnerhaare können auch bunt sein. Ja. Die Haare sind bunt und die Köpfe sind gelb. Wenn der Fußball so nicht weiß-schwarz, sondern schwarz-neon, grün. Ja. Paul und Nick machen einen Faustcheck. Also es muss auf jeden Fall viel Platz sein, damit ein Rollstuhlfahrer überhaupt durchkommt. Dann aber mit so einer Rampe und eine Treppe, damit auch die Kleinen darauf können. Und für die meisten Kinder, die sich nicht vernünftig festhalten können. Mhm. Auch mit den Stumpis. So, dass man auch, wenn man Rollstuhlfreunde hat, die auch mitspielen können. Das wäre richtig, richtig cool. Wäre super, wenn es sowas geben würde, oder? Mhm. Das wäre cool. Das war ganz toll. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja? Bitte, bitte. Das Bild wird schwarz. Einblendung 4 Wochen später. In der Werkstatt steht ein Spielhaus mit der Aufschrift Hexenschule. Suri und Juna kommen rein. Oh mein Gott. Eine Rampe führt ins obere Stockwerk der Hexenschule. Begeistert lacht Suri. Nick schiebt Paul im Rollstuhl zu einer Schaukel. Die sieht aus wie ein halber Fußball. Über eine Rampe gelangt Paul ins Innere des Fußballs. Crew ist bereit für Bowling. Als er an einem Seil zieht, setzt sich die Schaukel in Bewegung. Oh, Suri ist im Spielhaus. Ich habe mir wirklich alles so, genau so vorgestellt. Das ist voll krass. Ja, was? Hast du uns Leckeres gekocht? Lynn führt Anna auf ein Karussell. Darin sitzen die Kinder in Wagen, die Einhörnern nachempfunden sind. Kann losgehen. Beide Mädchen strahlen. In schwarzer Schrift auf weißem Grund, weil Freundschaft keine Grenzen kennt. Wir bauen inklusive Spielplätze für alle. Stück zum Glück. Eine Initiative von Aktion Mensch, Procter & Gamble und Rewe. Unterstütze uns. Aktuelle Projekte auf rewe.de/glück.